zum Zuge gekommen. Andere haben vielleicht gedacht, was ist denn das heute hier? Kann ich Josi und Anthony mal wieder Lobpreis leiten? Auch mit dem Prediger ist es ja auch so, ne? Jetzt ist der Jörg schon wieder da. Genau. Ja, das ist das. Gott hat eine bunte Gemeinde, ne? Wenn ihr euch umschaut, seht ihr das. Sind ein paar graue, weiße Häupter um euch herum oder ganz dunkle, volle Haare. Junge, alte, ganz viele verschiedene Farben, ne? Farben, die Gott geschaffen hat und Farben, die wir selber noch da so reingebracht haben vielleicht. Die Gemeinde Gottes ist bunt, das wollte Gott so. Gott möchte, dass dass aus allen Völkern, aus allen Stämmen, allen Sprachen Menschen versammelt sind vor seinem Thron. Er wollte auch, dass alle Menschen von den verschiedensten Temperamenten, den verschiedensten Hintergründen, ganz schlichte, einfache Menschen oder Hochintellektuelle, Arme, Reiche, unglaublich robuste Charaktere oder ganz furchtbar sensible. Alle sollen sie Platz haben im Reich Gottes, in seiner Gemeinde. Und das ist manchmal sehr schwer, oder? Miteinander so zurechtzukommen. Wisst ihr, wie wir das nur schaffen können? Durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Weil er gnädig mit mir ist. Weil er es mit mir aushält, mit all meinen Schwächen, mit all meinem Versagen, mit all meinen Eigenheiten. Hält das auch mit dir aus. Und wenn er es mit dir aushält, dann, Herr, hilf mir, dann will ich es auch mit dir aushalten. So wie du es auch mit mir aushalten musst und mich jetzt ertragen musst, wenn ich hier rede. Und es dir vielleicht nicht gefällt, dir zu langsam ist. Der Jörg, der redet immer so langsam. Ich schlaf gleich ein. Ja, ich kenne eure Gedanken. Da brauche ich noch nicht mal ein Prophet zu sein. Lass uns echt beten dafür, dass Gott hilft, dass wir, wisst ihr, und das ist unser Gebet und unser Ringen auch als Älteste. Ne? Wir wollen euch nicht hier als Prediger, als Lehrer, wir wollen euch nicht auf den Geist gehen, wir wollen euch nicht auf den Wecker gehen, wir wollen euch nicht nerven, wir wollen euch hier jetzt nicht eine Stunde langweilen oder so, sondern wir wollen das Wort Gottes weitergeben. Wir wollen Gottes heiliges Wort euch weitergeben, so wie er es uns gibt. Und vergebt uns, wenn wir da schwach sind und uns unsere eigene Schwäche und unser eigenes Unvermögen dabei im Wege steht. Und nehmt bitte das irgendwie raus. Nehmt das mit, was ihr von Gott empfangen könnt. Möge es so sein, dass ihr dadurch wirklich auch gesättigt und gestärkt werdet. In eurem Glauben aufgebaut. Ja, und da, wo es auch notwendig ist, zurechtgewiesen werdet, dass wir alle als ganzer Leib Christi gereinigt werden durch das Wort Gottes. Er hat es dazu ausgesandt und es ist so wunderbar, dass wir es haben. Jesus, wir sind dir so dankbar für dein Wort. Wir preisen dich, wir beten dich an, dass du ein Gott bist, der ja so ganz anders ist, als wie wir uns Götter vorstellen. Du bist der wahre, lebendige Gott.
und du hast dich uns offenbart in deinem Wort und wir wollen hören. Wir wollen alles abstellen in uns, wo wir uns über dein Wort stellen und dein Wort beurteilen, sondern wir wollen uns beurteilen lassen von deinem Wort, wollen uns Zuspruch und Ermutigung und Zurechtweisung sagen lassen von dir, Gott, unserem Vater. Wir danken dir, dass du uns zu dir gezogen hast, aus lauter Liebe und Güte, und dass du uns auch aus lauter Liebe und Güte zu uns sprichst, Herr. Und hilf, dass wir heute Morgen deine Stimme hören und unser Herz nicht verhärten, Herr. Amen. Wir sind im Buch Jesaja, Kapitel 13. Und das Ganze ist, was wir hier lesen, ist der Beginn eines ganzen großen Abschnittes in diesem Buch, wo es um Aussprüche über verschiedene Länder und Völker geht, die um Israel herum gewohnt, gelebt haben. Wir haben ja schon über die ganzen Wochen und Monate gesehen, dass es eine kriegerische Zeit war, in der die gelebt haben damals. Viele Kriege, viele sogenannte Expansionspolitik, ne? Irgendwie sehen, dass man Macht bekommt, Macht gewinnt, an Macht zunimmt, an Macht, Einfluss, aber auch an Reichtum immer. Und da hat sich nichts verändert. Es ist weiter so bis heute. Das Wichtigste in der Politik ist immer, dass die Kasse stimmt. Und das ist das System dieser Welt, in der wir leben. Und Gott sagt, dieses System ist nicht mein System. Wenn Jesus uns lehrt, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann sind das alles Bitten. Und wenn man etwas bittet, dann ist das ein Ausdruck von etwas, was man noch nicht hat. Und der Ausdruck, der dahinter steht, ist, Gottes Name wird in dieser Welt nicht geheiligt oder nicht in dem Maße, wie es eigentlich richtig wäre. Sein Wille geschieht auf dieser Erde. Er sagt ja, dass wir beten sollen, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Also im Himmel geschieht Gottes Wille uneingeschränkt, auf Erden ist da noch Nachholbedarf. Das ist ein Gebetsanliegen. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme, dein Königreich, deine Königsherrschaft kann man auch übersetzen. Dass Gott regiert auf dieser Erde, das ist noch nicht so. Was steht dem entgegen? Das Weltsystem unter der Herrschaft des Fürsten dieser Welt, wie er genannt wird, der sich Herrschaft angeeignet hat. Und zwar durch Lüge, Betrug, Verführung. So lesen wir die Bibel, so verstehen wir die Bibel, so lesen wir es am Anfang, dass der Satan hineingekommen ist, die alte Schlange, um den Menschen zu verführen. Und in der Verführung, die Verführung bestand darin, du, Mensch, stehst in diesem göttlichen Herrschaftssystem unter Gott.
Das kannst du ändern. Du kannst dich auf gleiche Stufe stellen. Du kannst Gott gleich sein, indem du genau das machst, wo Gott sagt, nee, mach es nicht. Und dann hast du dein eigenes System, dann hast du deine eigene Herrschaft, dann bist du dein eigener Gott. Das ist die Verführung und die Lüge. Denn was passiert ist, ist, dass der Mensch in Knechtschaft geraten ist, dadurch, dass er dem Satan geglaubt und gefolgt ist. Das ist eine Lüge. Du kannst nicht gleich wie Gott werden durch dich selbst. Vergiss es. Es endet in Verderben, es endet in Verdammnis. Ja, für eine Zeit lang, für einen Augenblick scheint es so, als ob es gelingen könnte, als ob wir eine Welt bauen könnten, als ob wir ein Reich aufrichten könnten, ein Reich der menschlichen Herrlichkeit. Aber es bleibt nicht, es vergeht. Das ist Babel. Darum geht es hier. Ausspruch über Babel oder Babylon. Das ist das System dieser Welt. Das System unter der Herrschaft des Fürsten dieser Welt. Wenn wir lesen in Lukas 4 zum Beispiel, gehen wir mal zu Lukas 4. So wie der Teufel am Anfang Adam und Eva versucht hat und sie ganz schnell auf seiner Seite hatte, sie um den Finger gewickelt hat, nach kurzem Widerstand hat er sie unter seine Herrschaft gezwungen. So versucht er es auch am Anfang mit Jesus, als Jesus aufgetreten ist, um seinen Dienst zu tun, um sich als der Messias Gottes, als der König Gottes in diese Welt hineinzubegeben und den Dienst zu tun, zu dem der Vater ihn berufen hat. Da tritt der Teufel heran an ihn und versucht ihn, verführt ihn auch und will ihn in sein System einreihen. Und er weiß, wenn ich den kriege, dann habe ich sie alle, für immer. Und so kommt er auf ihn zu und er versucht ihn zuerst durch das, wodurch wir Menschen so leicht verführbar sind, durch unseren Mangel. Mir fehlt was, mir fehlt doch was. Fehlt dir auch manchmal was? Der Mangel. Die Sehnsucht. Und Jesus sagt, nein, ich lasse mich von dem Mangel in mir nicht von meinem Vater trennen. Ich glaube, dass mein Vater für mich sorgt. Und dass das, was er mir gibt, auch wenn es möglicherweise nicht das ist, wo ich denke, das brauche ich jetzt. Na, Jesus war hungrig und er hatte das, ne, sein Körper hat geschrien, Hunger, Hunger, ich brauche Brot. Das Interessante ist ja, dass der Teufel ihm ja auch kein Brot anbietet. Ne? Also er hat ihm jetzt nicht einen Teller Brot dahingestellt, sondern er hat ihm einen Stein dahingestellt und gesagt, hier, guck mal den Stein. Ne? Ich finde das so lustig, ne? Weil Jesus im Gleichnis einmal sagt, dass wir als menschliche Väter, obwohl wir böse sind, unseren Kindern, wenn sie um Brot bitten, keinen Stein geben. Der Teufel macht das aber. Und sagt, hier, mach daraus Brot. Dann sehen wir, dann merkst du, ja, du hast diese Kraft, dich selbst zu versorgen, für dich selbst. Nein, Jesus sagt, ich vertraue meinem Vater im Himmel. Und mir
reicht es, das Wort, was er mir gibt. Das Wort hat Kraft, meine Seele zu stärken, sodass ich auch den Mangel in meinem Körper aushalten kann, solange wie es Gott gefällt. Er lässt sich nicht von seinem Vater trennen, durch den Versucher, durch den, der hier angreift. Aber dann hier in Kapitel 4, Vers 5, in der zweiten Versuchung, führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises, alle Königreiche, die ganze Macht und Herrlichkeit. Du brauchst nur das ins Internet reinzugehen, dann siehst du das. Mach dein Smartphone auf und such dir tolle Videos von den Mächtigen und Reichen. Und der Teufel zeigt dir das alles. Ne? Was weiß ich, in der Werbung. Ne? Du willst irgendein schönes Video gucken und zuerst zeigt dir YouTube, hey, du willst reich werden? Ich zeig dir, wie es geht. Du willst viel Kohle scheffeln? Ich zeig dir, wie es ganz schlicht und einfach geht. Klick doch hier aufs Video. Na? Und wenn du es machst, gehst du voll auf diesen Leim, wo Jesus nicht drauf eingegangen ist. Das ist nicht der Teufel, der dahinter steht. Der etwas in dir kitzelt. Ja, ich will reich werden. Ich will viel Geld haben. Ich will tolle Dinge erleben im Leben. Ich möchte ich. Genau das will der Teufel in dir erzeugen. Und wenn du nicht sowieso schon Mangel hast, dann will er einen Mangel in dir erzeugen. Das ist unsere Konsumgesellschaft. Na? So funktioniert Werbung. Du hast zwar keinen Mangel, aber ich zeig dir, dass du einen Mangel hast. Na, ich mach dich durstig, ich mach dich hungrig nach etwas, was ich dir zeige in bunten Bildern. Ich löse eine Begierde, eine Lust in dir aus, die du eigentlich so gar nicht so richtig hast. Das ist das System Babylon. Und es ist gut und richtig, Geschwister, sich, wenn wir als Kinder Gottes in dieser Welt, wir leben in dieser Welt, ne? Es ist gut und richtig, sich vor diesem Einfluss, ne, diesen Einfluss zu minimieren in unserem Leben. Uns diesem Einfluss, dieser Wirkweisen bewusst zu werden und uns dagegen zu entscheiden. Ja, das gilt, das heißt, dass wir tatsächlich berufen sind, alle miteinander. Und das ist eine Frucht des Heiligen Geistes in uns. Etwas, was bleibend ist, ist Enthaltsamkeit. Sich enthalten, runterzufahren. Und sagen uns das nicht so viele Leute mittlerweile heutzutage? Sagen sie nicht, ja, wir Menschen, wir leben viel zu viel über unsere Stränge. Ne? Sind viele Leute, die aufstehen und sagen, ja, Mensch, wir müssten doch eigentlich. Ich finde das immer lustig, in diesen ganzen aufgeheizten Klimadebatten, weißt du, dann denke ich immer so, ja, ich kenne das alles aus den 80ern. Ne? Ist doch nichts Neues. Ne? Ist doch nichts Neues. Aber dieses Ich enthalte mich, ich lebe ein einfaches Leben, so wie Jesus ein einfaches Leben. Jesus hat auch ein einfaches. Er ist nicht im Königshof, hat nicht im Königshof gelebt. Warum glauben wir? Und wisst ihr, wir leben als Deutsche, alle, die allermeisten von uns, wie kleine Fürsten. Das kannst du... wirst du dir eigentlich erst dann bewusst, wenn du mal woanders hinfährst, wo es anders ist. Wenn du dir das dann mal anguckst und erlebst, wie das so ist, in, was weiß ich, in Ghana, in Kenia, in Simbabwe,
in Indien, wobei da musst du natürlich, na, darfst du natürlich nicht irgendwo in diese Villenviertel in Mumbai fahren oder so. Da findest du beides. In Indien findest du beides. Sind extrem gesteigert. Na? Aber geh mal in Slum in Indien. Na? Da merkst du, okay, wir leben wie die Könige. Wir leben wie die Fürsten. Der Teufel tritt an Jesus heran und zeigt ihm alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel spricht zu ihm: Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Steile These, ne? Ist es wirklich so? Ist nicht Gott der Herr über alles? Gott hat doch alles geschaffen. Er hält doch alles in seiner Hand. Der Teufel hat sich die Herrschaft über diese Welt erschlichen, erlogen und er hat sich sie gewaltsam angeeignet durch den Betrug gegenüber dem, der eigentlich regieren sollte über diese Erde, der Mensch. Dazu hatte Gott Adam und Eva geschaffen. Sie sollten regieren über diese Erde. Sie sollten Könige sein. Ausgestattet mit aller Vollmacht, mit allen Gaben, die Gott, ihr Schöpfer, ihr Vater, ihnen gegeben hat. Erfüllt mit aller Liebe und Geduld und Weisheit und Gerechtigkeit sollten die Menschen gute Könige, gute Herrscher über diese Erde sein. Aber sie haben die Herrschaft abgegeben. Um ihrer Lust willen, um ihrer Begierde willen, nach etwas, wo der Teufel sie hungrig gemacht hat. Du kannst etwas sein. Du bist doch schon etwas. Du bist doch schon längst der König der Welt. Du bist doch schon längst ein Königskind. Du bist doch schon längst Kind des lebendigen Gottes. Was willst du denn noch mehr? Und der Teufel sagt, ja, du kannst sein wie Gott. Und hier sagt der Teufel auch zu Jesus, du kannst über die ganze Welt herrschen. Du bist doch gekommen als König. Du willst doch regieren. Was sagt Jesus? Nö. Jesus sagt einfach, nö, das meine ich. Denn er weiß ganz genau, was damit verbunden ist. Und der Teufel ist da auch ganz offen. Wahrscheinlich, weil er denkt, Jesus kann ich sowieso nichts vormachen. sagt er ihm, wenn du nun vor mir anbeten willst, soll das alles dein sein. Also, was kostet das, Herr in dieser Welt zu sein? Was kostet es, erfolgreich und mächtig und reich und stark zu sein? Was kostet es am Ende? Dass du dich dem Fürst dieser Welt unterordnest, dass du nach seiner Pfeife tanzt. Das ist Anbetung. Anbetung ist Unterordnung, Gehorsam. Anbetung ist, ja, natürlich auch Liebeslieder singen, aber wenn wir hier Gott anbeten in unserer Anbetungszeit, wenn wir Lieder singen, wisst ihr, das kann alles andere als Anbetung sein. Es kann reine Gefühlsduselei sein. Oh, ist die Musik so schön und ich fühle mich hier so wohl und es ist alles so toll. Oh Gott, du bist so gut. Und dann gehen wir nach Hause oder vielleicht schon im Café, gehen ins Café und sind erfüllt von ich. Wann kriege ich meinen Kaffee? Wo ist das für mich? Du störst mich hier. Warum bist du so blöde? Weißt du? Und ich bin beherrscht. Ich lebe nicht Anbetung, ich ordne mich Gott nicht unter, ich bin nicht erfüllt von der Liebe Gottes, sondern
von mir selbst. Das ist das Angebot. Hey, du kannst alles haben. Es steht dir alles offen. Wollen wir das nicht? Es wird unseren Kindern von Anfang an so gepredigt. Alles steht dir, die ganze Welt steht dir offen. Du kannst alles haben in dieser Welt. Ist es so? Ich sag dir, wenn du den Weg Gottes gehen willst in dieser Welt, dann stehen dir nicht alle Türen offen. Das ist so. Das System Babylon kannst du nur, da kannst du nur die Leiter raufklettern, wenn du dich dem System unterordnest. Wenn du aber Gott treu bist wie Jesus, dann wirst du es auch erleben wie Jesus, dass du in dieser Welt leiden wirst, Schwierigkeiten haben wirst, Probleme haben wirst. Du wirst nicht der erfolgreiche, große Mensch werden, der Macht hat, der Gewalt hat. Und es ist doch so wunderbar, dass Gott uns befreit hat davon, von diesem Streben, sondern uns zu einem Leben befreit hat, wo wir das sein dürfen, wozu wir eigentlich geschaffen sind, nämlich Menschen, die lieben, die Gutes tun, die sich um andere kümmern, die Verantwortung übernehmen, die tragen, die segnen, die nicht andere ausnutzen, nicht andere unterdrücken, andere befreien, heilen, aufrichten, stärken. Dazu hat doch Gott uns berufen. Okay, Geschwister, wir sind in Jesaja 13. Babel, Ausspruch über Babel. Oh, die Zeit ist schon bald um, ne? Genau, ihr habt es schon bald geschafft. Ja. Ich habe noch nicht mal einen Vers gelesen. Ausspruch über Babel, den Jesaja, der Sohn des Amoz, geschaut hat. Auf kahlem Berg richtet ein Feldzeichen auf. Mit lauter Stimme ruft ihnen zu, winkt mit der Hand, dass sie einziehen durch das Tor der Edlen. Ich habe meinem Geheiligten entboten, auch meine Helden zu meinem Zorngericht gerufen, die über meine Hoheit jauchzen. Horch, Getümmel auf den Bergen, wie von einem großen Volk. Horch, Getöse von Königreichen, von versammelten Nationen. Der Herr der Herrscharen mustert ein Kriegsheer. Aus fernem Land kommen sie vom Ende des Himmels, der Herr mit den Werkzeugen seiner Verwünschung, um das ganze Land zugrunde zu richten. Und das ist das, worum es hier geht. Ein Strafgericht. Gott kündigt ein Strafgericht über Babel an. Und dahinter steht natürlich eine historische Situation. Babel, wie gesagt, wir sehen in der biblischen Geschichte, dass in Babylon schon sich dieses Herrschaftssystem des Satans Bahn gebrochen hat, als sich die ganzen Menschen zusammengetan haben, in 1. Mose 11, um einen Turm zu bauen, der bis an den Himmel reicht. Und es ist im Grunde Ausdruck derselben Sehnsucht, die der Teufel Adam und Eva ins Herz gepflanzt hat. Wir wollen hoch hinaus. Wir wollen es schaffen. Na, ich finde draußen, na, wenn wir draußen hier rausgehen, dann sehen wir diesen Abriss da, na, vom Postbankzentrum. Na. Unsere Banken sind ja mächtig und stark in unserem System. Sie haben das Geld und sie handeln mit dem Geld. Und die Postbank ist auch, sie hat sich da ein riesiges Zentrum dahin gebaut. Na, ein großes Ding. Aber alles, was im System Babel gebaut wird, bleibt nicht. Es kommt der Tag, wo es abgerissen wird. Das ist das, was Gott hier ankündigt. Der Tag des Abriss ist da. Und ja, es mag sein, dass es vielleicht eine Weile dauert, aber irgendwann ist das Ding tatsächlich platt. Da siehst du das nicht mehr. Kannst du nicht mehr die Postbank überall von allen Ecken da so sehen. Ne? Die haben da ihr großes Schild da oben drauf gehabt. Ne? Damit alle sie sehen und
alle zu ihnen kommen, um ihr Geld dort zu lassen. Der Tag kommt. Gott sagt, nennt ihn hier in Jesaja den Tag des Herrn. Heult, denn nahe ist der Tag des Herrn. Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Der Tag des Herrn. Das ist ein Ausdruck für diesen Tag des Zorns. Und es ist nicht einfach nur ein Tag. Es ist ein Zeitpunkt, wenn man so will. Ein Zeitpunkt, an dem dieses Gericht Gottes über das System Babel ausgeführt wird. Wohl dem, der dann nicht in diesem Gebäude ist, oder? Wohl dem, der sein Herz nicht an dieses Gebäude gehängt hat. Wohl dem, der nicht Teil dieses Gebäudes ist. Ja, wir kennen diese Worte aus der Schrift. Wir sind als Kinder Gottes berufen, ein Stein, ein lebendiger Stein in dem Tempel Gottes zu sein. Okay? Dieser Tempel wird aufgebaut durch lebendige Steine. Du bist ein lebendiger Stein in dem ewigen Tempel Gottes. Der wird nie abgerissen. Du wirst nie weggeschmissen. Nein, es war andersrum. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworfen. Im System Babylon haben sie diesen kostbaren Eckstein, der gesagt hat, nein, ich lasse mich nicht einordnen als Stein in diesem System. Er hat gesagt, ich bin nicht bereit, dich anzubeten, Satan. Ich habe meinen Gott, den bete ich an. Ich habe meinen Vater im Himmel. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und das mache ich. Da bleibe ich bei, sagt Jesus. Aber was haben sie gemacht? Sie haben diesen Stein verworfen, weggeschmissen, auf die Müllhalde. Was hat Gott gemacht? Er hat diesen Stein, der verworfen wurde, genommen und hat aus ihm den Eckstein gemacht. Und wisst ihr, was er noch gemacht hat? Und das ist, vergebt mir bitte, wenn ich jetzt hier zu weit gehe, aber das lese ich aus diesem Text in 1. Petrus 2, könnt ihr das nachlesen. Er nimmt auch dich und mich, die wir auch vom System Babel verworfene Steine sind. Wir passen da nicht rein. Vielleicht hast du nicht reingepasst ins System. Vielleicht bist du ein zerbrochener Stein, der weggeworfen wurde auf die Müllhalde. Du warst nicht nützlich für dieses System. Und so macht der Teufel das. Er sucht sich seine Steine zusammen, seine Menschen zusammen und guckt, passen die ins System rein? Und ja, wenn sie ins System passen, dann gebraucht er dich, gebraucht er mich eine Weile. Und wenn wir dann nicht mehr nützlich sind, dann schmeißt er uns weg. Wenn wir dann zerbrechen, wenn du dann den Burnout kriegst, wenn du dann schwanger wirst, wenn du dann dich um deine kranken und alten Eltern kümmerst. Wir brauchen jemanden, der voll und ganz unserem System zur Verfügung steht. Und Gott ist aber nicht so. Er sammelt diese zerbrochenen Steine ein. Er heilt die Herzen der Zerbrochenen. Er ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind. Und was macht er dann? Er nimmt diese scheinbar nutzlosen, kaputten Steine und macht aus ihnen lebendige Steine, die er in seinen Tempel einbaut. Du bist wertgeachtet in Gottes Augen, auch wenn die Welt auf dich herabschaut. Wenn die Welt sagt, wer ist denn die? Wer ist denn er? Aber Gott sieht dich. Gott sieht dich und achtet auf. Und du bist wertvoll in seinen Augen. Und er nimmt dich und baut dich ein in seinen wunderbaren Tempel. Ist das nicht herrlich? Und der bleibt für immer bestehen. Aber der Teufel sagt, du, da gibt es doch einen viel herrlicheren, wunderbareren Bau. Den baue ich. Dieser unsichtbare Tempel, das ist irgendwas, was nicht greifbar ist, ne?
Ja, in der Zukunft wird man das sehen, irgendwann mal. Aber das ist jetzt handfest, das ist greifbar, das ist real, das ist jetzt. Jetzt kannst du Teil dieses großen, wunderbaren Baus sein, dieses Postbank-Centers. Willst du dich nicht mit einbauen lassen in dieses wunderbare, du wirst richtig mächtig und herrlich hier rauskommen. Und Gott sagt uns in seinem Wort, hey, lass dich nicht auf diese Versuchung ein, weil das wird abgerissen. Das bleibt nicht. Vergiss es. Der Tag des Herrn kommt. Verwüstung vom Allmächtigen. Und hier in Vers 7 wird deutlich, dass als Jesaja das sieht, es nicht nur auf Babylon bezogen ist. Das ist eine Sache, die dann viel später kommt in der Geschichte. Ne? Babel war zu der Zeit noch gar nicht groß. Es waren ja die Assyrer, die groß waren. Aber die Assyrer haben tatsächlich auch gleichzeitig, der Assyrerkönig Tiglath-Pileser, der am Anfang der Wirksamkeit von Jesaja König von Assur war, er hat das im Grunde gemacht, dass er sich auch auf den Thron von Babylon gesetzt hat und gleichzeitig König von Babylon war und auch sein Sohn hat das so gehalten. Zwischendurch war es dann mal wieder so, dass da ein eigener König war, aber der hat dann wieder aufbegehrt, dann hat der König von Assur sie wieder niedergedrückt und so ist es ein ständiges Hin und Her gewesen, bis dann erst 100 Jahre später, etwa 100 Jahre später, die Könige von Babylon Macht gewonnen haben über die ganze Welt damals so, mehr oder weniger. Ne? Nebukadnezar ist uns allen Begriff. Und er hat dann auch das Volk der Juden ins Exil geführt aus Jerusalem, hat den Tempel zerstört und das hat tief hineingewirkt in das Verständnis, in das Leben des Volkes Gottes. Es war eine tiefe, tiefe Demütigung, die Gott aber vorausgesagt hat, seinem Volk. Aber all diese geschichtlichen Sachen, das wollen wir rechts, links liegen lassen und sehen, dass es eben darum geht, dass Gott hier das allgemeine Gericht ansagt. Heult, denn nahe ist der Tag des Herrn. Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Darum werden alle Hände erschlaffen und jedes Menschenherz wird zerschmelzen und sie werden bestürzt sein. Krämpfe und Wehen werden sie packen. Sie werden sich winden wie eine Gebärende. Einer starrt den anderen an, ihre Gesichter glühen wie Flammen. Siehe, der Tag des Herrn kommt grausam mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen. Finde ich einen interessanten Ausdruck, ne? Irgendwie ist es ja schon dabei, ne? Die Wüste, die Wüsten werden immer größer. Und ihre Sünder wird er von ihr austilgen. Denn die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden ihr Licht nicht leuchten lassen. Die Sonne ist finster bei ihrem Aufgang und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Und ich werde am Erdkreis die Bosheit heimsuchen und an den Gottlosen ihre Schuld. Ich werde die Anmaßung der Stolzen ein Ende machen und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen. Ich will den Sterblicher seltener machen als gediegenes Gold und den Menschen seltener als Ophir-Gold. Darum werde ich den Himmel erzittern lassen und die Erde wird aufbeben von ihrer Stelle beim Grimm des Herrn der Heerscharen und am Tag seiner Zornglut. Und es wird wie mit einer verscheuchten Gazelle sein und wie mit einer Herde, die niemand sammelt. Jeder wird sich zu seinem Volk wenden und jeder in sein Land fliehen. Wer irgend gefunden wird, soll durchbohrt werden und wer irgend ergriffen wird, soll durch Schwert fallen. Ihre Kinder werden vor ihren Augen zerschmettert, ihre Häuser geplündert und ihre Frauen geschändet werden. Eine krasse Geschichte, die Gott hier vor Augen führt. Eine furchtbare Zeit. Wie man sich es im schlimmsten Krieg nur vorstellen kann. Und das, was wir hier aber sehen, ist, dass es, Gott sagt ganz deutlich, das ist Zorngericht. Das ist das Gericht über das System Babel, über das System Babylon. Und wir sehen das dann im Neuen Testament auch bei Jesus. Jesus spricht davon, ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier die richtige Stelle finde. Jesus spricht davon in Matthäus 24.
Und zwar spricht er von großer Bedrängnis. In Vers 21. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Gott sagt diese Zeit voraus. Jesus sagt diese Zeit voraus. Es kommt die Zeit des Gerichts. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo wir uns viel beschäftigen mit Zukunftsfragen. Wie geht's weiter? Und irgendwie ist es interessant, dass viele Menschen da sehr, ja, ich sag mal schon, viele Menschen sind eher pessimistisch, was das angeht. Was wird werden? Wie schaffen wir das? Das ist immer die große Frage. Wie machen wir das? Und dann wird immer versucht, ja, irgendwie, wir werden das schon schaffen. Und dann versuchen wir alles Mögliche in den Griff zu bekommen. Den Hunger in der Welt. Bis 2030 soll keiner mehr hungern, sagt die UNO. Zahlen sind jetzt wieder hochgegangen. No? Wie gesagt, die ganzen Klimaveränderungen, wir schaffen das, wir werden versuchen irgendwie, Heizungsgesetz, ne? Das wird es bringen. Wir werden das hinkriegen mit diesem Problem, mit jenen Problemen. Wir versuchen das anzupacken, ja, und es ist ja auch gut, es anzupacken, aber der Glaube, dass wir das schaffen, der schwindet doch mehr und mehr, glaube ich. Was setzt Gott dem entgegen? Er sagt, dieser Abriss ist nur ein Abriss, um etwas Neues aufzubauen. Es ist notwendig, dass dieses fette Gebäude abgerissen wird, damit da Häuser hinkommen, wo Menschen drin leben können. Und nicht ein fettes, eine fette Bank sich sozusagen breit macht mit ihren Büros, sondern da sollen Menschen leben. Da sollen Kinder in den Kindergarten gehen. Da soll was ganz anderes hinkommen. Und das ist das, was Gott auch sagt. Ich reiße ab dieses System, ich reiße diese Welt ab, aber nicht, weil ich Spaß am Abriss habe, sondern weil ich was Neues bauen will, was ganz anderes. Und es fängt jetzt schon an, sagt Jesaja, es fängt schon an. Kannst du es schon sehen? Kannst du es nicht schon spüren? Es fängt schon an. Das Neue ist schon da. Aber es muss abgerissen werden, sagt Jesus. Dieses Weltsystem, es muss heruntergerissen werden, es muss kaputt gehen. Und für dich und für mich, wenn wir als Kinder Gottes in dieser Welt leben mit Jesus, wenn wir mit Jesus durch diese Welt gehen, wisst ihr was? Dann brauchen wir keine Angst haben vor dem Abriss. Weil unser Herz nicht daran hängt. Unser Herz hängt an dem, was Bestand hat. An Gottes Gnade, an Gottes Liebe, an Jesus, dem Herrn, der gestorben ist, aber auferstanden und in Ewigkeit lebt. Unser Herz hängt an Gottes Wort, was bestehen bleibt, was nicht vergeht. Unser Herz hängt an den ewigen Dingen und nicht an dem, was hier nur für eine Zeit lang Bestand hat. Und Jesus sagt dann auch in Vers 29, aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Dann kommt der König sichtbar wieder und wird das Reich Gottes aufrichten. Wenn wir jetzt weitergehen in Offenbarung,
ich mag gleich Schluss. Offenbarung, und zwar Kapitel 17. Da lesen wir von der großen Hure Babylon. Es gibt dazu viele verschiedene Auslegungen. Ich will das jetzt hier nicht irgendwie da tief einsteigen. Aber ich will hier nur auf zwei, drei Verse hinweisen. Wir lesen den Anfang hier in Kapitel 17. Es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen des Zornes Gottes hatten, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben. Und die Bewohner der Erde sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Sie sitzt an vielen Wassern. Wir haben eine Quelle, aus der wir trinken. Die Quelle des lebendigen Wassers. Der Geist Gottes. Der eine Gott, von dem wir trinken. Von dem das Wasser ausgeht, was unseren Durst stillt. Die Hure sitzt aber an vielen Wassern. Sie treibt Unzucht mit den Königen der Welt. Und die Bewohner der Erde sind trunken geworden vom Wein ihrer Unzucht. Sie sind nicht mehr bei Sinnen. Und wenn jemand betrunken ist, dann ist er auch, na, den kannst du an der Nase rumführen. Über den kannst du dich lustig machen. Den kannst du einspannen für deine Sachen. Und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste, und ich sah eine Frau mit einem scharlachroten Tier auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voller Lästernamen war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voller Greuel und Unreinheit ihrer Unzucht. Das ist so widersprüchlich, wisst ihr? Diese äußere Schönheit, diese Herrlichkeit in Gold und na, in dieser Pracht und gleichzeitig diese Unreinheit, Lästerung, Unzucht, Greuel. Und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis: Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Greuel der Erde. Und das, was hier immer wieder mit Hurerei bezeichnet ist, ist im Grunde das, worum es im Alten Testament auch immer wieder geht. Gott spricht auch zu uns Menschen als zu seiner Frau. Gott sagt, die Gemeinde, das ist die Braut Christi. Wir haben jetzt, na, die Eva Krede hat geheiratet gestern. Und die in Kambodscha, ihren Ried. Und das ist so schön zu sehen. Gott hat das geschenkt, dass man sehen kann. Es ist ein Bild für das, was passieren wird. Gott liebt seine Menschen so sehr, wie ein Bräutigam seine Braut liebt. Und diesen Bund schließt, der in Ewigkeit Bestand hat. Aber hier ist eine Frau, die es mit jedem treibt. Und ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Ja, das ist auch die Gewalt gegenüber denen, die treu sind, die Jesus treu sind. Und ich wunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Dann springen wir nochmal in Vers 18. Dort steht: Die Frau, die du gesehen hast, eine Erläuterung hier für Johannes und für uns, ist die große Stadt, welche die Königsherrschaft über die Könige der Erde hat. Ne, damals kamen viele dann in Rom in den Sinn, ne, das Römische Reich, diese große Stadt. Es ist die große Stadt, welche die Königsherrschaft über die Könige der Erde hat. Letztendlich geht es darum, da ist ein Machtzentrum, was alles bestimmt, alles beherrscht auf dieser Erde, was aber nicht Gott untergeordnet ist, sondern dem Fürsten dieser Welt. Und dann steht hier in Vers 3 von Kapitel 18: Von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken.
Und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben und die Kaufleute der Erde sind durch die Kraft ihrer Üppigkeit reich geworden. Das ist es, wodurch du reich wirst in dieser Welt. Wenn du Anteil nimmst an diesem System. Spricht von der Wirtschaft. In Vers 23 steht das nochmal. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei sind alle Nationen verführt worden. Und in ihr wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden und von all denen, die auf der Erde hingeschlachtet worden sind. Gott gefällt das nicht. Dieses System ist Gott ein Greuel. Er möchte das beseitigen und er wird es tun. Und alle, die zu Gott gehören, freuen sich tatsächlich darüber, über diesen Abriss. Alle Leute in Hannover, die dringend eine Wohnung brauchen, freuen sich über den Abriss des Postbankcenters. Er ist so. Na, wenn da viele Wohnungen gebaut werden, dann werden die vielleicht, na, wird insgesamt der Wohnungsmarkt vielleicht ein bisschen entspannter sein oder was weiß ich. Ne? Kann ja sein. Ne? Vielleicht auch nicht. Vielleicht werden das super teure Wohnungen und die wollen wieder nur Geld scheffeln. Das System Babylon bleibt ja. Zumindest jetzt in diesem Moment. Aber lass uns doch beten, lass uns dafür beten. Herr, dein Reich komme. Soll doch dieser Tag kommen, wo das System Babel endlich zu kaputt geht, wo es so abgerissen wird. Wir lesen noch kurz Kapitel 13 zu Ende in Jesaja. Siehe, ich erwecke gegen sie die Meder, die Silber nicht achten und an Gold keinen Gefallen haben. Ja, da kommen die Unbestechlichen. Na, die reißen alles nieder, die Meder, die Perser, die kamen dann später und haben die Babylonier zur Strecke gebracht. Ihre Bogen werden junge Männer niederstrecken und über die Leibesbrucht werden sie sich nicht erbarmen und die Kinder wegen werden sie nicht betrübt sein. Unbarmherzige. Und wisst ihr, das ist das, na, das lese ich gleich nochmal. So wird es Babel, der Zierde der Königreiche, der stolzen Pracht der Chaldäer ergehen, wie nach der Umkehrung von Sodom und Gomorra durch Gott. Nie mehr wird es bewohnt sein und es bleibt unbesiedelt von Generation zu Generation. So ist es auch heute. Babylon sind nur noch irgendwelche archäologischen Reste da. Und der Araber wird dort nicht zelten und Hirten werden ihre Herde dort nicht lagern lassen, aber Wüstentiere werden dort lagern und voller Eulen werden ihre Häuser sein. Strauße werden dort wohnen und Boxdämonen dort tanzen. Wilde Hunde werden heulen in seinen Palästen und Schakale in den Lustschlössern. Und seine Zeit steht nahe bevor und seine Tage werden nicht verlängert. Das Gericht ist unbarmherzig über dieses System. Warum? Weil es selber unbarmherzig ist, lieblos. Und das ist das, was Jakobus uns sagt in Kapitel 2, in seinem Brief, Jakobus Kapitel 2, Vers 13. Das Gericht, wie wir es hier lesen über Babel, das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Du brauchst nichts zu fürchten, wenn du diese Verse liest. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du die Barmherzigkeit Gottes erfahren hast und selber weitergibst, wenn du in dem Reich der Barmherzigkeit Gottes lebst, brauchst du nichts zu fürchten. Nein, es ist eher sogar ein Anlass zum Jubel. Ja, Gott wird das Reich der Unbarmherzigen stürzen. Das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Und das ist das, was wir feiern. Wisst ihr, als Menschen, die Teil des Systems Babylon waren. Jesus ist in den Tod gegangen und als er gestorben ist, hat die Sonne auch nicht geschienen. Das Gericht Gottes, wie es über diese Welt kommt, es ist auf ihn gekommen. Damit wir herausgelöst werden. Die Steine,
dass wir herausgenommen werden aus diesem System und hineingebaut werden in sein Tempel, dass wir lebendige Steine sind in seinem Tempel, dass wir lebendige Steine sind, dass unser Herz, wir haben vorhin davon gesprochen, das Herz, das steinerne Herz herausgenommen wird, dieses Herz, was man hart macht, um in dieser Welt bestehen zu können, ein verhärtetes Herz, um hart durch diese Welt zu kommen. Er hat es rausgenommen und uns ein lebendiges, weiches Herz gegeben. Ein Herz, das bricht. Ein Herz, das leidet. Ein Herz, das weint. Aber auch ein Herz, das lacht. Ein Herz, das sich mitfreuen kann und das mitleidet. Ein Herz, das barmherzig ist. Das gibt Gott seinen Kindern. Und jetzt schon sind wir ein Zeuge für das, was kommen wird. Möge Gott das auch schenken, dass wir darin bleiben und allen Versuchungen des Widersachers widerstehen, die er aussendet, um uns einzufügen in sein System. Denn das System wird fallen, so wie das Postcenter fällt. Amen.